Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Mit dabei, wieso drücke ich Tab, ist Weeper, Navo und Enno. Hallo. Wieso drücke ich Tab? Ja, das ist so, ja. Es ist so eingebürgert, wenn man Tab drückt, hat man den Namen. Reaper, du hast rechts irgendwo so ein Plateau, da kannst du, glaube ich, ganz gut runtergucken. Ich suche mir gerade einen Stein. Okay. Hier vorne, ja, das sieht gut aus. Ich habe mir übrigens auch eine neue Drohne importieren lassen von unserem Auftraggeber aus Deutschland. Was für eine? Du kommst aus Deutschland? Ja, natürlich. Gott, German Guy, tötet ihn. Dieses Ding hat einen herzstimulierenden Ton dabei. Ich finde mich an der letzten Kurve vor dem Lager. Ja, ich glaube, okay. Ich sehe ihn. Wanwa schließt mal auf zu ihm und ich sitze zwischen den Steinen, die links von euch sind. Wanwa, du läufst gerade zu mir. Achso. Kommando, das bin ich. Bei dem Gebäude, da, bei dem Bahnsteig, sind das ein Gegner? Nee, das sind Zivilisten. Okay. Aber da sind... Einerseits liegt dort Munition und andererseits medizinische Vorräte. Können wir nach dem Einsatz holen. Ja, aber hier im Backsteinhaus neben der Straße, da sitzt einer auf dem Stuhl. Ich habe keinen Sichtkontakt. Der ist mit dem Rücken zu euch, also ihr könnt da ruhig rangehen. Okay. Bis dahin ist auch niemand sonst. Auch töten auf Sichtkontakt? Wie ist die... Ich wollte gerade fragen, wie ist die Missionsvergabe? Unentdeckt bleiben komplett, ohne zu töten? Komplett. Oder? Eins bewegt sich, er ist aufgestanden, er geht hinten aus dem Gebäude raus. Geht jetzt rum, in eure Richtung. Hab ihn im Visier. Ausschalten, wenn möglich. Okay, bitte. Ja, danke. Okay. Ist ausgeschalten, ja. Rücke vor. Sehr gut. Bin jetzt in dem kleinen Häuschen wiederum. Bin ich bei Wanwa? Bleibt einmal dort. Da, wo die Eins sich befindet, da ist der Truck, den wir stehlen sollen. Am besten nehmen wir den auch in die Richtung wieder raus, wo wir gerade reingekommen sind. Okay. Bis dahin sehe ich aber auch nur die Eins. Aber wenn wir den Truck stehlen, dann wird natürlich der Rest aufmerksam. Kommando, zwei Gegner auf dem Felsplateau. Zwischen 1 und 2, genau. So wie bei dem Backsteingebäude. D4, genau. Die vier? Ja. Da war noch ein Dritter, also wir haben es mit mindestens 5 Gegnern zu tun. Okay. Bei den Silos ist noch eine Figur, die befindet sich jetzt genau zwischen den Silos. Ich rücke einmal zum Backsteingebäude vor, wo ihr eben wart, das kleine. Okay. Dann reicht meine Drohne vielleicht weiter. Wanwa bleibt bei Enno am besten. Wo Enno ist Enno? Auf der anderen Seite der Bahnschiene, da bei den Containern war, glaube ich, gerade. Nee, bei dem Gebäude. Genau, beim Gebäude, beim Backstein. Ich dachte, du wärst auf der anderen Straßenseite. I see. Okay. Nicht eigenständig vorrücken, Jungs, sonst habe ich euch nicht mehr gut im Blick. Ja. Das Backsteingebäude, wo die 4 sich drin befindet, da ist noch eine weitere Person im Erdgeschoss. Mehrere Zielpersonen bei der 1. Gibt es auch sekundär? Okay, es ist auch, ja. Ziele oder nur den Truck? Nur den Truck unerkannt stehlen. Okay. Es ist doch gerade sehr vorteilhaft, dass es jetzt dunkel wird. Ja. Achtung, Jungs, nicht erschrecken, ich klipse euch die Lichter aus. Natürlich. Bei der 1 ist eine ganze Gruppe, die scheinen gerade zu essen. Achtung, die 4 bewegt sich auf die Schienen zu. Könnte die Schüsse hören. Naja, geht ums Haus rum. Alles ruhig. Ist jetzt wieder im Haus. Also, wenn wir schnell sind, könnten wir es eventuell schaffen,
direkt zu dem LKW vorzustoßen und ihn mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren, wenn der Motor gestartet wird. Hört sich mir obwohl, nicht sicher genug an. Nee, Moment. Ja, bei der 1, die Gruppe, die haben jetzt auch wieder Sicht da drauf. Ist nicht gut. Die kann ich nichts machen, die sehe ich nicht. Das sind auch zu viele, da sind 5, 6, 7 Personen so im Dreh. Können Anne und ich uns eine bessere Sicht verschaffen auf die Person bei der Gruppe bei der 1? Moment, da vorne bewegt sich noch was. Ich würde sagen, wir sollten die nacheinander ausschalten. Reaper, du kannst dich um die 2 kümmern. Und Anne und Wanda, ihr solltet euch wahrscheinlich erst um 3 und 4 kümmern. Okay. Verstanden. Dann haben wir unsere Position beide, ha? Ja, am besten die Halle durch. Genau, durch die Halle durch und dann von der Seite aus über die Schienen gehen. Die 2 ist ausgeschaltet. Hier hinten. Direkt über das Bahngleis. Ja, bin jetzt auf dem Bahngleis. Achtung, bei der 4 ist noch eine weitere Person. Oh ja, ich sehe es gerade. Die befinden sich direkt hintereinander. 3 befindet sich wohl im Gebäude. Ja, die beiden scheinen hochgehen zu wollen. Ihr könntet die 4 und den Hintermann ausschalten, wenn möglich. Negativ, ich habe keinen Sichtkontakt. Ja. Okay, dann nicht, dann wartet. Die befinden sich jetzt im ersten Stockwerk. Vorsicht, falls ein Zug kommt, da kommt ein Zug. Was? Oh. Oh! okay. Unserem Sunny geht's gut, er ist direkt neben dem Zug. Ja, ich sehe ihn noch zwischen den Waggons. Also. Erstmal tief durchatmen. Man sagt ja, Berufswünsche haben immer mit extremen Gegensätzen zu tun. Mhm. Ich sehe schon, was im Gegensatz zu unserem Sunny ist, da wir gerne überfahren werden. Ja, man liegt ja auch nicht auf irgendwelchen Gleisen. Nee, ich saß. Okay, so. Die 3 schaut Richtung Schienen. Im Moment könntet ihr, schafft ihr es den Hügel da hoch zu klettern zu dem Gebäude oder? Ja, es ist positiv. Okay, ja, dann klettert hoch. Okay. Und geht aber von der anderen Seite ran. Da kommt noch ein Zug. Nein, da ist vorne an einer Weiche anders abgebogen. Ja. Ich sehe die 3 jetzt im Gebäude. Also hätte auch Blickkontakt zur 3. Ich wenn kann euch nicht helfen, ich sehe da nichts. Wenn ihr ausschalten könnt, dann ausschalten. Ausgeschalten. Okay. Ins Gebäude rein. Ich bin mir unsicher, ob die 4 das gehört hat. Irgendjemand hat die Schüsse gehört. Die 2 kommt jetzt die Treppe runter. Okay, Schusskontakt. Schuss. Ich könnte ihn erledigen, die 2. Bevor ihr die Leiche seht. Die 4 ist noch abgelenkt, die 2 kann ausgeschaltet werden. Die 4 hat es nicht mitbekommen. Ihr könnt die Treppe hochschleichen, wo die 2 gerade war, und könnt die 4 von hinten ausschalten. Okay. Die 4 ist erledigt. Okay. Okay, das Gebäude ist damit sicher. Tätige. Okay. Ich habe hier noch eine Information, hier liegt ein Orden. In dem Gebäude? Ja, ich habe ihn gerade aus dem Regal genommen. Ja. Okay, ich sehe es. Da können wir uns später drum kümmern, dass Reaper und ich den bekommen. So, Reaper, wenn du die Möglichkeit hast, kannst du die jetzige 2 ausschalten. Negativ, 2 befindet sich außerhalb meiner Schussreichweite. Nur wenn er zum Problem wird, falls er die Leiche sieht. Verstanden. Okay, bei der 1 sind immer noch sehr viele, die dort am Essen sind anscheinend. Ich weiß nicht, ob die danach vielleicht zum Schlafen gehen. Romano, ist der Einsatz von Sprengmitteln via Drohne empfehlenswert? Negativ. Die befinden sich über das ganze längliche Gebäude verteilt. Deswegen, okay. Das sind 7 Leute. Die schaffen wir nicht alle mit einer Sprengung, denke ich. Das ist jetzt schwierig.
denke, die beste Variante wäre, wenn ihr rausgeht und, also wenn ihr auf den LKW schaut, dann ist links davon ja so eine Felswand. Ja. Positiv. Wenn ihr euch so ein bisschen quasi so bewegt, dass zwischen euch und der 1 immer der LKW ist, dann wäre es, glaube ich, am schlauesten, wenn ihr so zu dem LKW euch nähert. Ihr könnt ja beide auf derselben Seite einsteigen und dann durchrutschen. Verstanden. Weil das sind einfach zu viele, um die auszuschalten. Und die bleiben da anscheinend auch noch eine Weile sitzen. Okay. Wann war, wo bist du? Ja, ah, ich sehe dich. Okay. Geh du vor, du bist der Fahrer. Okay. Also von der Wand aus. Theoretisch jetzt von unserer einfach nur zum Truck. Ja. So bleiben wir mal in Außensicht. Okay. Gott, jetzt. Das ist aber gut für die Sicht. So. Also die 1 und die 3 sind die einzigen, die in eure Richtung gucken. Ein paar von den CDs nehme ich mit. Du kannst deine MP3s online kaufen. Losfahren? Ja, losfahren. Okay. Ihr könnt vorne nach links um die Kurve und dann einfach in die Richtung. Der hat gute Musik hier drin. Vom DJ. Okay, wir fahren einen etwas größeren Umweg. Fahrt ihr mal. Ich denke mal, wenn jetzt das Fahrzeug verlassen wurde, können wir zwei vorrücken und versuchen, den Bonusorden dann noch einzusammeln, der da unten rumliegt. Ja, das machen wir später. Ich lotse euch jetzt erstmal. Jetzt biegt ihr nach rechts ab. Folgt der großen Straße erstmal. Okay. Werdet ihr verfolgt oder so? Nein, nur unser Fahrer hat gerade mit dem Regen zu tun. Das Auto halbwegs in Spur zu halten. Ja, der LKW besitzt kein Antiblockiersystem. Bei 7,5 Tonnen. Außerdem wackelt das Führerhaus etwas. Okay. Ja. Vorsicht! Huch, oh. Was ist denn nun? Hä? Wurde die entdeckt? Nein. Was? Doch. Was? Wir nicht. Also, nee, wir auch nicht. Wir auch nicht. Hä? Das ist wahrscheinlich komisch wurde eine gewesen. Entdeckt. Das kann sein. Merkwürdig. Okay, das, Oder ob wir alle das Gebiet verlassen müssen. Das kann sein. Das hat. Nee. Nicht? Wir mussten den LKW zu einem bestimmten Punkt bringen, da war nichts von dem Gebiet verlassen. Außerdem ist der LKW nur ein Zweisitzer. Da bräuchtet ihr noch ein extra Fahrzeug. Aber anscheinend haben wir das. Hä? Wieso ist denn jetzt die Mission weiß? Die Hauptmission ist bei mir jetzt weiß. Okay, komisch. Bei mir auch. Bei mir ist sie gelb. Nee, bei mir ist sie auch weiß. Bei mir auch weiß. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für Elchidos Konzept gelagert wird. Okay, Rolle. Wir werden es mit Hilfe des Promo-Trucks ausschalten. Sie müssen ihn nur noch stehlen. Okay. Rolle. Gleiche Vorgehensweise wie in dem Test? Ja. Wobei wir wahrscheinlich dieses Mal in die andere Richtung direkt fahren. Vielleicht wollen die nicht, dass wir so einen großen Umweg fahren. Wenn wir drin sitzen, müsstest du dann wahrscheinlich erstmal schauen, wo es hingeht. Dass wir wirklich den kürzesten Weg nehmen. Okay, im Training sollte wohl ein Gebäude, Person in dem Backsteinhaus sein. Nachtsicht ist das nötig. Das Backsteinhaus ist leer. Die Person ist anscheinend schlafen gegangen. Okay. Aber das Wetter ist aber auf unserer Seite. Ja, das. Befindet uns wieder am Backsteinhaus. Ja. So, die 1 befindet sich wieder dort in dem Gebäude. Sehe ich da Schüsse von unserem Sniper fliegen?
Ja, irgendwie wollte diese Lampe nicht so mit meinen Kugeln konspirieren. Ah, prima. Sie ist aber jetzt endlich aus. Bei Vorgehensweise wie in der Übung durch das Bahnhofsgebäude durch? Soweit ja. Mhm. Okay, Rücken vor. Dann rücke ich bis zu dem Gleis vor. Vorsicht mit den Zügen. Ich mag Züge. Oh, das ist so regnerisch hier. Okay. Das ist aber gut für uns, dann sehen sie uns ja vielleicht nicht so schnell. Wann war runter von den Zügen, von den Gleisen? Ist, nicht, ist einer auch kommt. Schlecht für mich, weil ich sehe hier nur blau. Warum nutzt du auch die Wärmesicht? Weil sie praktisch... Ist unser Scharfschütze tot? Nein. Nee. Nein. Okay. Was war das? Ich glaub, Zeit abgelaufen? Hä? Ich glaube, wir hatten einen Fehler in der Matrix. Ich glaube auch. Also bei mir stand, sie wurden entdeckt. Ja, bei mir auch. Bei mir stand Zeit abgelaufen. Hä? WTF? Okay. Ja, kann sein, dass Liebe irgendwie einen kurzen Disconnect hatte. Dass wir einen Wartime-Alt hatten. Vor allem, weil das halt auch weiß war, ne? Mal, die Mission ist jetzt wieder. Jetzt ist haben wir den Bereich wieder. Ja, ja, finden Sie den Promo-Truck, ohne entdeckt zu werden. Das ist meine Mission. Meine auch. Ja, dann. Okay. Okay. Nochmal die Übung von vorne. Gut. Vorrücken zum Backsteinhaus. Ja. Das erscheint mir als eine sehr gute Idee. Hoffentlich schläft die Person da drin. Die Drohne ist oben. Noch keinen im Backsteinhaus. So. Gegner. Wo? Ja. Im Backsteinhaus. Okay. Gerade nicht in Sicht. Könnte ihn erledigen. Ebenso. Dann ausschalten. Okay. Der macht ein Nickerchen auf dem Stuhl. Das ist die Halle, in der der Truck geparkt ist. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Vielleicht sollten wir uns erstmal um andere Angelegenheiten kümmern. Irgendwie ist das verbuggt, glaube ich. Ja. Oder wir dürfen die Lampen nicht ausschließen. Aber das hat aber auch noch geklappt. Ja. Wir gehen da jetzt einfach rein, ihr holt den Dings, ich mach die Lampen, mache ich nicht aus. Vielleicht kann ja sein, dass gerade irgendein Schuss blöd war, dass da irgendeine Kugel trotzdem einen aufgeschreckt hat. Mhm. Okay, wir und dann versuchen. Macht ihr, dass ihr da rauskommt und ich guck mal, dass ich unterwegs, während ihr reinlauft, habt ihr eigentlich wenig, was ich machen kann. Dann denke ich, dass ich ein Auto finde, welches mir dann hinterher fahren kann. Also rein, zack, raus, ohne entdeckt zu werden, okay. Dann versuche ich auch niemanden zu erledigen. Ja doch, ich glaube, erschießen müsst ihr schon welche unterwegs. Ja, mindestens den einen Backsteinhaus und die zwei oben Gebäude. Ich glaube auch Backsteinhaus und ja, dieses Backsteinhaus dahinter halt. Mal kurz mit der Nachtsicht. Wie weit seid ihr? Ich gehe über die rechte Seite mal diesmal rein ein bisschen. Ich laufe gerade zu meiner Plattform und gucke noch mal Auto. Ich befinde mich jetzt unten an dem... Habe eins im Visier. Ausschalten. Ausgeschalten. Da macht wieder sein Nickerchen. Ich töte diesmal keine Lampe. Okay. So, sind am Backsteinhaus. Wieder durch die Halle. Wieder am Bahnhof. Okay, schön zusammenbleiben. Standen. Ja. Mehr zusammen geht nicht. Ich bleib erstmal im Gebäude und gib Deckung zum Gebäude. Wow. Vorsicht das mit dem Zug. Knapp. Okay, die in dem anderen Haus schlafen. Ich denke, das ist eine gute Chance für uns. Was für ein anderes Haus meinst du? Da, wo die 1 markiert ist, der liegt im Bett und neben ihm die 2 jetzt, die schläft auch im Bett. Moment mal, da bei dieser Lagerhalle, dieser offenen, sage ich mal, auf da ist eine Person. Genau, auf der anderen Seite der Gleise. Ja. Auf der anderen Seite der Gleise. So, an den Gleisen laufe ich gerade rum. Richt-
Wie soll ich sagen? Genau, die 4. Ja. Okay, die ist, das ist neu. Vielleicht hat der nämlich die Lampen gehört. Das kann gut sein. Der ist... Der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist die 4 ist allein. Die kann ausgeschaltet werden. Kontakt. Okay, ist ausgeschaltet. Okay. Ich sehe Bewegung in dem Backsteinhaus mit der 231. Ja, die sind durch irgendwas nervös geworden. Wahrscheinlich jetzt raus. Durch meinen Schuss. So, ich muss ein bisschen in Sicherheit gehen. Hätte okay. Eins im Visier. Nicht ausschalten, die 2 steht direkt hinter ihm. Ich weiß nicht. Es geht zurück ins Gebäude. Legen die sich wieder schlafen? Das wäre natürlich gut für uns. Hoffentlich schlafen die schnell ein. Reaper, du hast oben auf dem Ding, da wo die 4 steht, und dahinter hast du noch einen, falls du die ausschalten könntest. Ist gerade etwas schwierig, ich bin in einer ganz anderen Ecke. Wenn ich die Genehmigung halte, könnte ich mit einer Drohne beobachten, ob die sich schlafen legen. Ich gucke gerade, also 1 und 2 schlafen wieder. Okay. 3 schläft auch wieder. Das ist obsolet. Okay. Also... Der Weg bis zum Truck frei? Soweit ich das beurteilen kann, ja. Okay, dann sammeln wir uns. Aber wir müssen uns nicht sammeln. Naja. Also solange die schlafen bleiben, ist alles gut. Aber die scheinen echt jetzt ein Nickerchen zu machen. Okay, okay, wenn wir im Dunkeln bleiben, könnten wir den Truck stehlen. Wir wollen ja auch keine unnötigen Opfer verursachen, ne? Warte mal kurz, Commander. Sind weitere Gegner in den Gebäuden beim Truck? Ja, ich sehe gerade eine weitere Person. Ich nehme einmal die Markierung von der 3 weg. Und wir haben hier in der Garage jemanden stehen, aber der hat keinen direkten Sichtkontakt. Wobei, nähert euch einfach wieder vorsichtig, sodass der Truck zwischen euch und der 3 ist. Okay. Und dieses Mal fahrt ihr nicht nach links, da wo wir hergekommen sind, sondern nach rechts um die Backsteingebäude rum. Also, ich kann jetzt nicht schießen. Hier rechts den Berg hoch zu. Siehst du, wo wir hingucken? Seht ihr meine Drohne hier? Ja, okay. Da ja, lang. Den Weg. Dann steige ich jetzt auf den Fahrersitz um. Ja. Seht euch das an. Ein paar von den CDs nehme ich mit. Wir nehmen Führerhaus. Okay, und fahr los. Hier ist gratis. Kannst du zu den Schienen runterkommen, Commander? Die Zeit läuft, Leute. Gehen wir zum Ersatzfahrzeug. Wie bitte? Kannst du zu den Schienen runterkommen? Ja, gleich. Ich guck einmal auf die Karte. Ich hatte auch Informationen, okay, über eine begrenzte Zeit. Keine Ahnung. Hä? Zeit abgelaufen? Ja. Keine Ahnung. Wie viel Zeit denn, bitteschön? Ich hab auch keine Ahnung. Ich glaube, da ist wirklich irgendwas buggy. Also, wir gucken nochmal. Da steht, finden Sie den Promo-Truck ohne entdeckt zu werden. Das steht, steht in der so und so und Santa Blanca arbeiten zusammen. Der erste Schritt, um das Konzert zu zerstören und den Sänger in Verlegenheit zu bringen, besteht in der Zerstörung des Werbematerials, das in der Provinz gelagert wird. Das befindet sich in dem Truck. Und wir sollen den Truck durch einen anderen austauschen. Dafür fahren wir den quasi da, wo ich gerade gesagt habe, wo ihr langfahren sollt, da fahren wir den lang und tauschen ihn gegen einen anderen aus und stellen den anderen wieder dorthin. Nun ist irgendwie die Zeit abgelaufen angeblich, aber ich weiß nicht inwiefern. Ja, mein Charakter hat auch irgendwas gelabert von wegen Zeit abgelaufen. Aber ich konnte nicht so schnell lesen und mir jetzt merken. Wahrscheinlich die Zeit, bis sie gemerkt haben, dass der Truck fehlt, aber... Ich meine, wie schnell soll man denn bitte das machen? Könnten wir, wenn wir das Gebiet betreten, auf die Karte schauen, ob da neue Truck, den wir hinschaffen müssen, erscheint? Ja, da könnte den nämlich schon jemand fahren, ne? Meinst du? Das könnten wir versuchen. Ja. Okay. Hätte ich jetzt auch keine Idee. Dann müssten wir kurz mal
Mr. Google fragen. Nee, das kann man ausholen. Trotzdem, wenn wir jetzt man muss halt wissen, sagen. Wo das Ziel ist, wo der LKW hin muss. Dann kann man da hinlaufen bzw. hinfahren und den dann mitnehmen. Dann. Ja. Also das Ziel, was ich eben gesehen habe auf der Karte, wo ihr hättet hinfahren müssen, das ist da, wo der Story-Einsatz im Norden ist, auf der Karte. Oh! Achso. Das ist Auftritt abgesagt. Ja. Ja. Okay, da war die Richtung ja schon richtig. Eigentlich schon. Aber ich bin ja gerade mal bis hierhin irgendwie gekommen, ne? Dann war schon die Zeit weg. Hm. So, der Gegner Backsteinhaus ist garantiert wieder alleine. Ja, ich bin noch nicht bis zu euch vorgerückt. Das Problem ist einfach, dass man hier kein Fahrzeug findet. Ich müsste immer wieder auf die andere Seite laufen, um ein Fahrzeug zu haben. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich von rechts irgendwie bei dem Gelände. Vielleicht dürfen wir auch niemanden töten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätten wir jetzt schon mit dem im Backsteinhaus und so. Ja. Stimmt. Oder wir müssen alle töten. Ich versuch mal was. Negativ. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Ja, hatte ich bemerkt. Hast du den erschossen? Ja. Okay. Ich wäre jetzt weggelaufen, hatte ich vorhin nämlich auf der anderen Seite auch. Da haben sie mich entdeckt und dann bin ich einfach weggelaufen, hinterm Stein verschwunden, aber hat sich die Sache erledigt. Dann kommt die 1 angelaufen. Willst du jetzt alle Gegner umgehen, den Truck stehlen? So war der Plan, aber da kommt gerade die 1 angelaufen. Ich weiß nicht, was mit der ist. Abwarten, ja, vielleicht hat die ja ein Bewegungsmuster. Die glotzt Richtung Truck. Warte, eben war schon gut, wo die oben alle geschlafen haben. Ich könnte jetzt dieses komische Ereignis nutzen, dass ich von ganz hinten da rangehe. Ist die 1 alleine? Ja. Ich halte mich erst noch beim Backsteinhaus. Bei der 2, die Leute schlafen noch. Bei der 2, wo ist denn die 2? Da ist die 2. Und ansonsten ist nur noch die 1 auf dem Platz hier. Ich bin beim LKW. Mhm, ich seh dich. Seht euch das an. Ja, das nächste Ziel so. Falsch, halt zurück und rechts. Zurück und dann rechts. Beziehungsweise links. Je nachdem, also redet einer irgendwas von Zeit? Ja, bevor nicht. Irgendjemand was merkt. Wahrscheinlich müssen wir so der Straße folgen. Wir müssen die 1 und die anderen dort ausschalten, weil wenn die den Truck nicht sehen, ist das gescheitert. Mhm. Dann kümmere ich mich mal um die 1. Ist das in Ordnung gestattet? Ja. Okay. Navi? Aber weiter geradeaus. Einfach geradeaus. Okay, Enno, kannst du das Navi übernehmen? Kein Problem. Ich versuch dann. Die 1 ist erledigt. Geradeaus. Okay. Hat aber anscheinend jemand was gehört. Und ja. Geschlagen. Ja. Wahrscheinlich entdeckt. Hä? Ja. Entweder wurdest du entdeckt oder eine Leiche. Und wenn wir das ganze Lager ausschalten, bevor wir den Truck klauen? Das ist ja nicht der Sinn des Ganzen und schaffen wir auch nicht, weil da halt welche nebeneinander hocken. Ja, aber jetzt gerade essen sie ja nicht alle zusammen, jetzt haben sie sich ein bisschen verteilt, vielleicht schaffen wir das ja. Krieg wieder Vietnam-Flashbacks. Ich bekomme gerade andere Flashbacks, wo wir da im Dschungel waren bei diesem komischen Priester. Ach, das ist eine Maske, du da jetzt drin. Das hat aber andere Gründe, erstmal, dass wir das immer wieder hatten. Ich erinnere mich eher eigentlich an dieses eine, wo wir das Fahrzeug verfolgen mussten. Gewisses Maß von Déjà-vu. Ich rück dann aber mit vorne rein, weil von oben habe ich keine Chance, irgendwie Unterstützung zu liefern. Okay. Also versuchen wir jetzt. An den Wasserbecken sind viel zu weit für mich entfernt, als dass ich da einen gezielten, safen Schuss ersetzen kann. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Ich hätte noch eine Idee, Commander.
Ich könnte auch zu der Position gehen, wo der Truck mit dem Explosionsmaterial ist. Direkt, vielleicht, ist das sinnvoll? Okay. Ich weiß es nicht. Da könnte ich ja ohne Gefahr eigentlich hin. Ja, vielleicht direkt umsteigen in den Truck und dann dahin fahren, sobald der andere losfährt. Okay. Das wäre vielleicht eine Option. Ich wann probier's mal. Du auf der Karte Markierung D? Ja. Dort ungefähr stand dann die Markierung für den zweiten Truck. Ja. Oh Gott, ist das weit weg. Jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen agiler unterwegs. So, befinde mich beim Reaper. Okay, dann seid ihr jetzt das Team, was sich hier durchkämpft. Noch nicht in den Wagen, in den LKW steigen, bis ich irgendwie beim Ziel bin am besten. Ah. Dann nicht mal beim LKW, immer mit der Ruhe brauner. Die Hans und die drei latschen auf diesem Balkon-Ding rum. Drei ist wieder ins Haus gegangen, zu zwei. Ich geh mal da rüber. Gehen das Bahnhofsgebäude. Nummer eins guckt runter Richtung Bahnhofsgebäude, da wo ihr mal rausgeht. Nummer 3 kommt die Treppe runter. Ah, 2 hat das gehört. Ihr müsst die 2, wenn sie auf den Balkon geht, ausschalten. Das sind direkt, das kann ja nicht sein, ey. Was das? Mann. Ja. Ja. Okay, nochmal ganz kurz in Ruhe. Kehren. Ja. Weil diesmal machen wir ja eine ganz andere Vorgehensweise. Alles töten zum LKW, ich zum LKW, dem anderen. Das hatten wir noch nie. Ja, was? Ich finde, wir sollten eine Motivationsrede machen. Also. Ja, nee, das strong, healthy and full of energy. Das hier ist keine Red Bull-Werbung. Ja. Also ich finde, das hört sich eher nach Viagra-Werbung an. Ist die auch blau? Das ist die große Frage, die sich jeder stellt. Ich sag jetzt besser nicht, was mir gerade durch den Kopf geht, aber was soll das? Ach. Nee, Mann, wir müssen wirklich alle hier unten ausschalten, weil wenn wir die im Gebäude, in dem Backsteingebäude am Leben lassen, die gehen raus und sehen, dass der LKW nicht da ist, ja, haben wir ein Problem. Ja. Genauso die drüben beim LKW in den Hallen machen dasselbe Problem, wenn die rauskommen. Okay, 2, 3, die machen gerade Hausarbeit, die fegen den Schuppen. Das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Ah! Was? Das klang nicht das so war's. Leise. Ich glaube, Reaper hat was auch nicht. Ich habe die falsche fucking Taste gedrückt. Ich wollte F drücken anstatt von G. Scheiß Granaten. Ich stand genau hinter ihm, wollte nur noch die scheiß Taste drücken und dann hebt er die Hand hoch und lässt so eine Granate weg vor der Füße, weil ne? Gut! Ja, schön, genau! Ja, leg die Granate rein! Jalla, jalla, in Kavalle! Was? Oh. Ja, jetzt haben wir alle... Und hat jeder jetzt schon mal einen Fail gebracht? Das ich glaube, ja. Ja, sei es drum. Das war... Oh, Mann, ey. Märtyrer-Granate wird hier nicht gezündet. Och, ey, zum Kotzen. Willst du ihn ganz schön ausschalten? Hast du es endlich geschafft, hinter den zu kommen? Beim letzten Mal saß er nämlich auf seinem scheiß Stuhl. Mhm. Da konnte jemand ihn nicht niederschlagen und dann sowas. Ey. Ja, die anderen Male, wo ich und Bamba den ausgeschaltet haben, so, saß er ja schon im Stuhl und einmal ist er noch so sitzen geblieben. Ja, ja. Der hat wirklich ein Nickerchen gemacht. Ich wollte halt gar keinen Schuss abgeben, dementsprechend wäre es halt einfach, ihn so auszuschalten. Der Typ steht da und streckt sich. Okay. Das war's. Da streckt sich kein weiteres Mal. Okay. Ich dachte schon, mit das war's, das ist das wahr. Nee, noch Glück gehabt. So, die drei sind ganz munter hier am rumlatschen. Wundert euch nicht, ne? Ja, mich. Ich hab mir nur die Fahrt verkürzt. Du machst das schon. Okay,
Okay. Ja, aber pass auf die Züge auf. Ja, ja. Ja, ja. Was fummelt der sich denn da rum? Das will ich gar nicht sehen. Ja, anscheinend sind alle Tangos in dem Backsteinhaus. Ja, der eine steht da vorne an der Treppe, unten. Der zwei steht vorne vor dem Haus. Stimmt. Und die vier steht ja auch noch in der Halle, ne? Bei dem vorsichtig sein. Ja, der den hat sich nicht gerade gesucht. Ah, ich sehe ja, den LKW. Der wird auch nervös. Wir sind nervös geworden. Ich weiß nicht, ich hab nichts gemacht. Irgendwas brüllen die. Die haben uns noch nicht bemerkt, aber die zwei bewegt sich auch auf euch zu. Seid vorsichtig. Bin ich nur am Bahnhofsgebäude? Ich wiederhole, dass ich mich jetzt beim Ersatz-LKW befinde. Okay, sehr gut, Anwar. Ich warte hier oder soll ich schon losfahren? Nee, ich warte hier lieber. Ich würde warten, bis das Ding aktualisiert wird. Okay, die beruhigen sich langsam wieder. Schicke Stadt. Ich hoffe, ihr habt Waffen, die komplett schallgedämpft sind. Positiv. Dann könnte man nämlich auch die vier langsam ausschalten, obwohl der bückt sich gerade, ist schwierig. Weil geht anscheinend die Treppe hoch. Mhm. Ich melde, dass es Kinder in diesem Spiel gibt und ich verwirrt bin. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Okay. Gehen Sie in Form eines Pentagramms, Wanda? Nee. Aber wenn die sterben können, ist das krass. Ihr läuft erstmal Zivilist durch ein paar Kanister und macht Krach, okay? Okay, zum Einsatz zurück. Ja. Das wird sehr schwierig alles. Also die zwei steht da die ganze Zeit rum, aber die anderen sind so nah hinter der Mauer, dass sie das mitkriegen, wenn da ein Schuss fällt. Um die vier könnten wir uns kümmern. Davon sollten die, obwohl die zwei guckt dahin, das ist auch. An die vier komme ich jetzt gerade nicht dran. Ich hänge hier oben auf den Kanistern drauf, Containern drauf. Okay, die zwei bewegt sich weg. Jetzt kommt die eins da stattdessen hin. Immer. Bei dem Laufmuster kriegt man ja die Krätze. Furchtbar. Okay, die zwei geht oben in das Häuschen rein. Die eins folgt dem. Die 3 ist weiterhin unten im Gebäude. Die 2 guckt Richtung Schienen runter zu euch vom Balkon aus. Geht jetzt wieder ins Haus. Jetzt die guckt die 3 guckt zu euch runter. Jetzt die 1 guckt auch irgendwie so in die Richtung. Aber die 3 geht jetzt auch hoch ins Gebäude. Ja, wir hätten jetzt gerade ein Zeitfenster gehabt, um sie auszuschalten, die 1 sowie auch die 3. 1 hätte ich im Visier, die anderen nicht. Ja, das Zeitfenster ist zu. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut im Visier. Läuft. Nicht mehr ganz im Visier. Keine Freischuss. Ein Freischuss wird auf 3. Auf die 3? Ja, die 2 ist zu nah. 1 geht ins Gebäude. Kein Gegner mehr in Sicht. Patrouillieren zu eng. Die hören das ja, wenn Schüsse auf die Mauer gehen, dann. Okay, die 1 und die 2 laufen gerade zusammen rum. Ich denke, die 2 geht mit dem Besen wieder nach unten und fegt da drin. Vielleicht wäre das eine Chance. Nein, die 1 kommt direkt hinterher. Hier rein, Helikopter. Könnt ihr einen gezielten Schuss auf die 3 jetzt machen? Negativ. Hätte 2 im Visier unter der Balustrade, beziehungsweise unter dem Balkon. Ich hätte jetzt gerade noch 1, jetzt nicht mehr. Nee. Okay. Das ist doof. Der Heli fliegt weg, ist Uni dort. Okay. Drei ist noch oben. Das ist blöd, man kann die quasi höchstens, wenn man durch das Bahnhofsgebäude durch und dann irgendwie auf den Zugdings raufkommt, dann könnte man die 3 sehen, ansonsten wahrscheinlich nicht.
Die drei sieht man gelegentlich, wenn sie sich bewegt. Ich bin gerade am überlegen, ob wir zwei es schaffen, hier vorne hochzukommen, sodass wir in die untere Etage rein können. Dann könnten wir halt schauen, ob wir zusammen simultan zwei Leute dort ausschalten können. Halt im Nahkampf. Mhm. Oder wir haben, warte mal, haben wir nicht noch Ablenkungsköder dabei? Ich weiß nicht, ob die zu laut sind. Also ihr könntet die 1 jetzt am ehesten ausschalten. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Also weder die 3 noch die 2 haben das mitbekommen. Das ist schon mal gut. Negativ. Okay, die 3 abschießen, sobald die Möglichkeit besteht. Wenn er um die Ecke kommt, ist kritisch. Sehr gut. Viel Glück. Hier sind Infos zu einer Kartellantenne. Die 2 geht auch da raus. 2 ausschalten, wenn möglich. Oben raus? Unten. Unten. 2 ist unten. Die war gerade auf dem Weg, hinten rauszugehen. Ja, hätte sie wohl am ehesten im Visier, wenn sie sich nochmal bewegt. Er muss sie ausschalten, bei mir ist das Gebäude im Weg. Er ist unten draußen, geht jetzt um das Gebäude rum. Er wird die Leiche nicht sofort sehen, weil die Treppe im Weg ist. Er ist jetzt vorne bei der Treppe. Okay. Das war verdammt knapp. Ja. Das waren 2 Fahrkarten. Okay, die 4 steht zu dem Gebäude mit dem Rücken. Da, wo die anderen jetzt gerade gestorben sind. Da steht er mit dem Rücken gerade hin. Okay. Okay, jetzt bewegt er sich, jetzt steht er seitlich dazu, guckt quasi in die Richtung, wo ihr gerade seid. Quasi auf die Wand. Aber er fummelt da an irgendeinem Kram rum, deswegen er scheint beschäftigt. Aber er steht, er ist nicht geduckt. Würde ich ihn ausschalten? Ist er allein? Ja, er ist allein, ausschalten. Gut. Okay, die haben wir soweit. Scannen nochmal. Achtung mit dem Zug. Achtung, Zug. Ja, bin weit genug weg. Oh. Okay, da hinten haben wir 2 in der Garage. Ich meine, da hat sich noch jemand Drittes bewegt. Okay, die Drohne ist gegen den Dings geflogen. Der Zug ist durch. Ja, bin hinter dir. Ich versuche halt auch mir einen kleinen Überblick zu verschaffen, aber von hier unten sieht man halt nichts. Ich gehe links rum vom Gebäude. Okay. Also ihr habt schon mal die beiden, die da hinten an der Garage stehen und was mitbekommen könnten. Aber ich meine, da noch was gesehen zu haben, aber meine Drohne reicht nicht mehr weit genug. Ich muss ein Stück vorrücken. Dann rück vor, wir halten Position. Achtung, da kommt gleich noch ein Zug. Ich bin im kleinen Mini-Gebäude, Backsteingebäude. Was? Okay, ich hab keine Ahnung. Zeit abgelaufen, warum das denn? Okay. Diese Mission ist sehr komisch und unsere Speicherkarten sind voll. Okay. Voll bis Moment. Ja, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.